Wenn ihr mit der ankommen willst, ich bin noch mal kurz da, um euch in der City vorzuführen. Eigentlich hatte ich es nicht mehr vor und mir geht's richtig scheiße. Ist nicht besser geworden, ich glaube, ich erkrank. Das ist alles so eine Scheiße hier. Warum das ausgerechnet jetzt passiert, frage ich auch, aber okay. Also, hier ist der Intercity. Ich habe mir eine V200 dran gemacht. Dann die drei roten. Und die drei blauen. Ich bin diese paar Runden gefahren. Ich muss dazu sagen, man kann noch sehr langsam fahren, weil, wie gesagt, die Strecke ist halt nicht so perfekt. Das wisst ihr ja selber. Deswegen, aber die Proberunden hat er geschafft. Manchmal koppelt er ab, manchmal noch nicht. Mal sehen, was er jetzt macht. Hier muss man ein bisschen mehr Gas geben. Und dann wieder runtergehen mit der Geschwindigkeit. Weil, wie gesagt, es ist noch eine Probefahrt. Später, wenn die Gleise dann ordentlich verlegt sind und alles ordentlich gemacht ist, gehe ich mal davon aus, dass man auch ordentlich fahren kann, also mit höherer Geschwindigkeit. So weit, so gut. Ja, hier gab es sowieso nie Probleme. An der Stelle gab es noch Probleme hier. Da hat er öfters mal den Wagen stehen gelassen. Meistens nach dem zweiten Roten. Aber jetzt scheint es zu gehen. Also ihr seht, die Arnold-Wagen sind gar nicht mal so schlecht. Besser als meine vorhergehende Schatte. Die vielleicht mal mit den KKK-Kupplungen oder KKK. Genetik, tralala, hast du nicht gesehen. Denn die liefen gar nicht. Warum die anderen jetzt nicht leuchten, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass die Stange Achsen, weil Federn sind drin. Habe ich gesehen. Mein Gott, dreht es mir im Kopf. Geht gut schon mal. Also unnormal. Okay, eine Runde machen wir noch. Das Innere war mich jetzt nicht enttäuscht. In dem Zustand der Video zu drehen ist nicht so schön, Freunde. Da sollte man sich eher hinlegen. Ja, das habe ich gemeint. Das passiert aber vielleicht ein oder zwei Mal. Und wie gesagt, immer hinter dem zweiten Roten. Aber damit kann ich leben. Also ihr seht, so weit fährt er zu gut. Manchmal verliert er den Wagen, aber das ist halt auch klar, weil das halt diese Schleife, die ist nicht perfekt. Und da hinten die Ecke, das ist er ja auch, die ist nicht perfekt. Ich habe das jetzt genau beobachtet, da werden die Wagen richtig nach oben und unten gedrückt. Und dass da die Kupplung dran bleibt, ist eigentlich ein Wunder. So, gut. Ich könnte jetzt auch nochmal die 103 dran machen, wenn die wenigstens fahren würde, das Mistvieh. Von Tricks fährt überhaupt nicht mehr. Und ihr sagt mir nicht, weil die rumstand, geht sie nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, mal fährt sie nicht, dann fährt sie wieder zu schnell. Also die hat es geschafft, den ganzen Zug zum Entgleisen zu bringen. Und zwar an der Stelle da drüben, weil sie plötzlich Lust hatte, schnell zu fahren. Und durch das ruckartige Anfahren hat sie die ganzen Waggons gegen die Bahnschranke gezerrt. Und dann hat sie natürlich gepoltert, ist klar. Deswegen habe ich dann jetzt diese ruhig laufende V200 genommen, weil die haben eigentlich einen sehr ruhigen Lauf. Und es hat ganz gut funktioniert. Okay, Leute, das war's dann mit dem Intercity aus den 80ern, denke ich mal. Es fehlt natürlich jetzt noch das Bordbistro, ist klar, das Restaurant. Ich versuche mir das zu holen. Mal sehen, ob ich eins von Arnold finde. Mit den gleichen Drehgestellen, das ist gar nicht so einfach. Am Großen und Ganzen bin ich mit dem Zug zufrieden. Und jetzt bin ich erstmal weg.
Melde mich vielleicht morgen nochmal. Wenn es mir schlechter geht, dann wird es erstmal ein paar Tage dauern, dass ich mich nicht mehr melde. Ich gehe morgen erstmal zum Arzt. In dem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht. Lasst mir ein Like da. Die Harter können wir dann ein Dislike da lassen oder dumme Kommentare, so wie dieser bescheuerte eine Typ da. Den Namen will ich jetzt nicht nennen. Er meint tatsächlich, und jetzt haltet euch fest, Leute, wenn du arbeiten gehen würdest, dann wärst du nicht so müde. Junge, heute ist Sonntag. Da gehe ich nicht arbeiten. Und zur Info, ich gehe arbeiten. Ich mache einen Kurs und der geht bis 16 Uhr. Der schlaucht genauso. Das wollte ich dir nochmal gesagt haben. Ansonsten sollst du solche Kommentare unterlassen, wenn man keine Ahnung hat. Gut, ich bin ja mal weg. Nacht.